Schönen Abend, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Ich darf Sie recht herzlich hier in diesen schönen Räumen im Presseclub Concordia begrüßen. Mein Name ist Manfred Merana. Ich bin hier in meiner Rolle als Initiator der Initiative Starke Schulen. In meinem Brotberuf bin ich Geschäftsführer des Veritas Schulbuchverlages, den vielleicht die eine oder andere von Ihnen kennt. Ich bedanke mich für die Einladung, hier sein zu dürfen, auch für Ihr Kommen. Ich bedanke mich vor allem bei der Weißen Wirtschaft, beim Herrn Brandner, dass es diese Initiative gibt, dass man Politik auf den Prüfstand stellt nach Themenfeldern. Ein Themenfeld ist die Bildung und aus diesem Feld starke Schule kommend ist mir das sehr wichtig. Deshalb habe ich auch zugesagt und habe mich gefreut auf die Einladung, das Frauenteam hier zu moderieren, ist eine Herausforderung, aber aus meinem Job kenne ich das auch ein bisschen. Wir haben ja da Expertinnen heute hier, wir könnten das mit kleinen I schreiben und da bin ich auch ein bisschen stolz, oder das können wir stolz sein, dass wir das ohne irgendwelche künstlichen Schritte geschafft haben. Und ist auch, glaube ich, ein schönes Zeichen. Auf der anderen Seite im Bildungsbereich nicht ganz unüblich. Was ist Starke Schulen? Ganz kurz. Starke Schulen ist eine Initiative, die letztlich getragen ist von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen, die gesagt haben, wir sind so aktiv im Bildungsbereich und letztlich bleibt immer nur hängen, ihr seid ein Schulbuchverlag, der irgendwelche Bücher macht. Und dann haben wir gesagt, ja okay, wir zeigen uns und da gibt es einfach drei Dinge. Wir wollen das Wissen über Bildung in Österreich einfach verbessern. Das heißt Wissen schaffen mit Studien, mit Unterstützung auch von Bereichen in Universitäten. Das ist so die eine Säule. Da haben wir schon zwei Studien gemacht und das ist gerade so am Anfang. Die zweite Säule ist, dass dieses Wissen auch unter die Frau und Mannschaft zu bringen. Also zum Beispiel so wie diese Veranstaltung heute hier. Einfach zu sagen, es gibt sehr viel Fakten im Bildungsbereich. Meistens wird es aber zur Glaubensfrage, wie uns der Herr Liesmann auch schon gesagt hat, also Bildung als Religion. Wir wollen einfach dieses Wissen transferieren, diese Veranstaltung heute. Wir machen Expertenforen. Am 25. April wird es ein Forum geben zum Thema Infrastruktur und Schulen. Also das sind dann immer Themen, die wir treiben. Und das sollte es auch in ganz Österreich dann geben, in den einzelnen Bundesländern. Die dritte Säule ist dann die kommunikative Säule, wo wir die Dinge, die auch positiv sind, vor den Vorhang holen wollen. Es gibt wenn man im Bildungsbereich ist, hat man schnell so diesen Negativblick, wenn man, das ist, glaube ich, zieht sich durch, also auch aus dem Schulsystem heraus, durchaus auf die positiven Seiten zu schauen. Und da haben wir einen Preis kreiert, den Starke Schulen Award, der wurde 2017, ist der gestartet, mit 83 Schulen, die teilgenommen haben, sind die Videos im Internet nachzusehen, so mit 3 Minuten Videos, können sich Schulen präsentieren. Und aus diesen haben wir nach 3 Kategorien die Gewinner ausgewählt, werde es auch heuer wieder geben, 2017. Also das sind diese 3 Säulen. Ich bedanke mich und ersuchen aber den Herrn Brandner, so ein bisschen seine einleitenden, begrüßenden Worte zu sprechen. Danke. Ja, grüß Gott, ich begrüße Sie auch herzlich zu unserer 3. Veranstaltung dieser Reihe Experten bewerten Regierungsprogramm auf dem Prüfstand nach Gesundheitspolitik und Wirtschaftspolitik, diesmal die Bildungspolitik. Bildungspolitik ist ein klassisches Thema, wo sagen die öffentliche Wahrnehmung manchmal ein bisschen auseinanderklafft mit den tatsächlichen Situationen. Sie kennen das, Bildungspolitik ist ein klassisches Beispiel für den sogenannten Reformstillstand. Ja, gerade in der Bildungspolitik tut sich nichts. Das ist natürlich, sagen modern gesagt, Fake News. Wir haben sehr große, sehr viele Reformen im Bildungsbereich, Stichwort Lehrerdienstrecht, Stichwort neue Mittelschule, Stichwort Zentralmatur und jetzt aktuell im letzten Jahr Stichwort Schulautonomiepaket. Es mag durchaus sein, dass viele Leute damit nicht einverstanden sind, aber zu sagen, wir haben keine Reformen, ist jedenfalls sachlich nicht korrekt. Bildungspolitik ist noch ein zweites gefährliches Terrain, weil es am Minenfeld der Ideologie meistens herumschwimmt. Ja. Und wir versuchen aber hier und auch heute bei unserer Reihe eher die Ideologie im Hintergrund zu lassen und sagen, die fachlichen Aspekte, die durchaus kontrovers sein können, in den Vordergrund stellen. In diesem Sinne wünsche ich eine spannende Veranstaltung und bedanke mich bei der Initiative Starke Schulen, mit denen wir das diesmal gemeinsam machen. Danke. Ja.